Leistungsmäßig holst du hier keinen Hering vom Teller. Wir haben euch mit der Wärmebildkamera hier auch mal ein Foto gemacht und da seht ihr, dass es im Prinzip eine krasse Mogelpackung ist. Für uns ein Flop-Artikel, der den Namen Makita eigentlich nicht verdient. Was denkt sich Makita eigentlich bei bestimmten Produkten, die in Petrolblau auf den Markt kommen und uns die Stirn runzeln lassen, ob das ein Scherz sein soll oder ob das ernst gemeint ist? Und damit willkommen zu den Bauforum 24 Werkzeugnews. An meiner Seite der Leuchtturm in der Brandung der Werkzeugwelt. Max Leser, mein Name ist André Brockschmidt und wir haben wieder eingekauft, und zwar Makita-Produkte, wo ihr eventuell noch gar nicht wusstet, dass es die gibt. Generell zur Marke Makita brauchen wir wahrscheinlich nicht allzu viel erzählen, denn treue Zuschauer des Kanals wissen und kennen die Marke. Wir haben sie euch häufiger schon gezeigt, sei es im Tischkreissägenbereich, im Handkreissägenbereich, dann Akkuschrauber hatten wir schon diverse am Start. Zuletzt auch hier die Makita 40-Volt-Serie, ein richtiges Kraftwerk. Allerdings mit 40 Volt, da haben wir uns schon gefragt, warum geht Makita jetzt auf einmal auf eine 40 Volt Serie, wo sie ja eigentlich die 18 Volt Geräte hatten mit 2x 18 Volt und auf 36 Volt, um mehr Leistung rauszubekommen, während andere Hersteller wie Bosch, Metabo oder auch Milwaukee mittlerweile schon mit 18 Volt relativ viel Iwan im Ärmel haben. Deswegen hat der Leser ja heute auch wieder sein T-Shirt an. Mhm. Ich übrigens das gummierte Nice-T-Shirt. Und da ja jetzt auch die Sonne draußen lacht, natürlich die richtige Gelegenheit, nochmal auf den Shop zu verweisen. Wenn ihr euch also ein feines BR24-T-Shirt gönnen wollt, dann geht jetzt nochmal in den Shop. Das meiste ist allerdings schon ausverkauft. Und wir hatten das schon öfter auch in dem letzten Livestream nochmal behandelt. Da gab es auch viele Kommentare von eurer Seite aus, dass ihr so ein bisschen enttäuscht seid von Makita in der letzten Zeit, weil sie im Akkubereich eigentlich aus meiner Sicht auch so ein bisschen hinterherhinken. Denn da gibt es 5 Amperestunden Akkus, es gibt auch 6 Amperestunden Akkus, jeweils mit der 18650er Zellentechnologie. Aber die neuen Zellen im 18 Volt Sektor lassen bisher auf sich warten bei Makita. Für das letzte Video hatten wir ja die Makita Akku-Kühlbox gekauft und euch vorgestellt. Und das fand ich eigentlich richtig cool. Eine Kompressor-Kühlbox mit einem Werkzeug-Akku, perfekt. Ich war dann so ein bisschen erschrocken über den Preis von deutlich über 500 Euro. Plus 2 Akkus solltest du ja vielleicht auch noch haben, wenn du es wirklich verwenden willst. Denn der Akku, den du auf der Baustelle hast, der ist ja vielleicht schon im Akkuschrauber im Einsatz. So, und dann bist du mal ganz locker flockig so in dem Bereich zwischen 650 und 700 Euro für eine Kühlbox. Ja, und dann haben wir uns gedacht, gucken wir sonst noch mal, was es bei Makita so gibt. Ja, und haben noch mal ein bisschen eingekauft. Genau, wir haben, also du hattest ja zweimal Ideen, vielleicht greifen wir jetzt schon mal ein bisschen vor. Wir haben einmal so Schrottsachen gekauft und dann gibt es dann irgendwann auch nochmal, des Weiteren auch nochmal ein Video auch über Makita. Aber weil das, glaube ich, auch jetzt so die Woche ist, quasi eine Makita-Woche. Und dann haben wir gedacht, okay. Makita-Flop-Werkzeuge-Woche. Genau, zum Highlight der Woche packen wir nochmal ein paar andere Schätzchen aus. Und ja, wir haben fleißig eingekauft, beziehungsweise du hast fleißig eingekauft. Und ja, das ist das, was man jetzt hier so sehen kann. Natürlich jetzt der ausgenommen, der ist natürlich jetzt kein Flop. Auch der DAP 481, wackeres Gerät, ja, hat sich gut geschlagen, bis auf einen Totalausfall im Power-Shootout, ja, damals. Aber Kraft hat das Ding auf alle Fälle ordentlich. Hier jetzt mit einem 1,5 Amperestunden Akku relativ leicht, aber dann natürlich kräftemäßig ein bisschen mit Kompromissen. Wir erinnern uns auch an mein Video zur Stiftung Warentest. Dann habe ich diesen Artikel gelesen, habe mich gefragt, was soll das? Wo Makita mit mangelhaft abgestraft wurde, weil die Akkus relativ schnell ausgefallen sind. Ich glaube, die hatten nicht so ganz 300 Zyklen geschafft. Das führte dann bei Stiftung Warentest zur Abwertung. Ich hatte dann extra ein Video gemacht und habe nochmal darauf hingewiesen, naja, die Akkus haben ja auch ein Schnellladegerät und du tauscht im Prinzip Zeit gegen Lebensdauer. Das ist die Akkuphysik. Da gab es ja relativ kontroverse Diskussionen nochmal unter dem Video. Und mittlerweile gibt es auch ein zweites Video zu dem Thema Akkuschrauber bei der Stiftung Warentest, auch wieder mit Makita. Ja, aber das zum Beispiel funktioniert mal gar nicht mit Akku, denn Makita hat auch so ein paar Handwerkzeuge oder auch, ja, Bohrer kriegst du auch von Makita. Zubehör. Wir hatten auch schon mal so ein Werkzeugset euch gezeigt mit Bohrern, so ein paar Nüssen und so, was ja bei uns in den Schrottwerkzeugen vorkam. War, glaube ich, auch mal Zuschauerhinweis, auch bei den Schrottwerkzeugen, dass die Leute mit Vertrauen auf den Markennamen Makita das gekauft haben und waren nachher bitter enttäuscht. Ja, ja. Und so ist es jetzt hier letztendlich auch. Das ist jetzt ein anderes Beispiel. Das ist jetzt so ein Rundum-Sorgungspaket
vielleicht gut für den Haushalt, zumindest von dem, was da drin ist. Und aber die Qualität ist natürlich jetzt nicht das, wo man halt auch erstmal Kiel damit verbinden möchte, gerade was die Elektrowerkzeuge angeht. Und ja, angefangen schon mal bei dem Koffer, ne? Das ist jetzt auch kein wirkliches Highlight. Man sieht das auch hier die Scharniere schon so ein bisschen. Der Metallverschluss, der jetzt aber jetzt auch nicht, oh Gott weiß, wie wer die aussieht, dann halt hier das. Das ist, glaube ich, schon ein Transportschaden gewesen, beziehungsweise ja, hat da nicht viel gehalten. Ja, man sieht nicht, dass es dann, also man, hier ist nichts defekt, es ist einfach hier ja, so halb ausgebrochen oder so. Aber das kam so an, da ist ja, weiß nicht, also... hat mich auch so ein bisschen überrascht. Und dieser Koffer an sich von der Einlage, der hat ja eigentlich gar keine Einlage, sondern das ist ein Formteil. Das gibt es zum Beispiel auch bei dem Proxon Kfz-Werkzeugkoffer, das ist auch nicht so dolle. Oder generell auch diese KS-Tools, diese umfangreichen Knarrensätze, Gidore, Red etc. pp., die kochen alle mit dem gleichen Wasser. Ja. Und das Wasser schmeckt mir nicht, muss ich sagen. Nee, nee. Weil das ist immer wieder Frustmoment. Du klappst das Ding auf und garantiert fällt dir irgendwas entgegen. Ja, ja. Und das ist ja generell auch, auch stellvertretend jetzt für alle, also für viele Sachen von Makita. Ich habe damals auch mal zum Geburtstag oder zu Weihnachten von meiner Freundin halt auch so ein Zubehörset bekommen mit Bleistiften, mit Maßband und sowas. Alles. Da steht alles schön Makita drauf etc. Aber letztendlich ist das wirklich halt nichts. Ne? Aber weißt du was, das ist genau dieser Fall. Deine Freundin hat nicht so wirklich Plan vom Werkzeug, aber sieht Makita, denkt das was Gutes, ja, ich tue dem Jungen was Gutes und du packst das dann aus und dann ist natürlich dieser Zielkonflikt. Ja, ja. Du musst dich eigentlich freuen, aber du freust aber ja nicht, du siehst das und bist sofort eigentlich, fällt sofort der Kid aus dem Gesicht und dann hast du auch da diesen Zimmermannsbleistift, dieses Billo-Teil, wo du denkst, Alter, was soll ich damit? Das halt aber es tut einem so leid, weil du weißt, derjenige hat es gut gemeint. Ja, klar. Ne? Und das ist halt auch irgendwie auch so schade, weil die halt, weiß ich nicht, ob die es extra macht, ob das wirklich deren Marketing ist und deren Zielgruppe ist, aber es ist halt irgendwo ist es Geldverschwendung, um ehrlich zu sein. Ja. Aber schreibt uns doch mal unter das Video, ob ihr auch diese peinlichen Momente kennt, wenn euch jemand was schenkt und er will euch was Gutes tun und ihr wisst, das ist kompletter Schrott und ihr seid so in diesem gewissen Zwiespalt. Scheiße. Ja. Passiert, ne? Ja, passiert. Wovon hast du denn zum Beispiel keine Ahnung? Wo könnte dir das passieren? Bei Geschenken habe ich eigentlich immer ein gutes Händchen tatsächlich. Ja, und bei Frauen hier so Schmuck oder Blumen, hast du da ein gutes Händchen? Das kriege ich eigentlich immer gut hin, ja. Ja, aber dann hast du eben ich bin da ein guter Zuhörer. Ich höre immer genau zu, was die Leute gut finden und dann finde ich halt da mal eine passende Sache. Okay, das ist ja im Prinzip schon Spion. Was auch mal gut ist, ist immer ein Gutschein vom GOP. Da freuen sich die Leute auch mal drüber. Ja, gerade jetzt in den Zeiten. Ja, gut, jetzt ist schlecht, ne? Aber das GOP wird sich freuen. Ja, wir haben hier ansonsten ganz interessante Sachen drin, wie zum Beispiel diesen Ratschenschraubendreher oder diesen Ratschenbithalter. Wir haben das jetzt nicht weitestgehend getestet. Wir lassen unseren Ersteindruck einfach entscheiden. Also ich würde es jetzt, ja, es ist halt relativ billig, hier sind Grate dran. Ich würde jetzt nicht viel erwarten. Auch die Ratsche selber klingt so ein bisschen wie Schießbude. Ja, ja, so sieht es halt aus. Na klar, ist hier noch relativ smart, weil du in der Mitte noch eine Aufnahme hast als T-Griff. Ja, so. Die Ratsche ist noch ganz nett, weil es ist im Prinzip eine Kombi-Ratsche. Du hast hier Viertelzoll und hier hast du dann nochmal 3/8. Haben wir euch in smarten Werkzeugen auch schon mal sowas in der Richtung gezeigt. Es ist im Prinzip so rundum Sorglos-Paket für den, der sonst nicht viel hat. Auch hier dieser kleine Schraubendreher. Man nennt es hier Vergaserschraubendreher. Das sieht für mich aus wie, ja, an was erinnert mich das? Das macht ja auch irgendwie gar keinen Sinn. Also, gibt Rätsel auf. Und spätestens, wenn du mit einem guten Werkzeug mal gearbeitet hast, dann denkst du, Wobei die Zange hat jetzt meine schlimmsten Befürchtungen nicht erfüllt. Ich hätte noch gedacht, sie wäre wirklich nicht gut. Aber ja, es ist ja jetzt auch nicht so, dass das Ding nur 50 Euro kostet, sondern wir liegen hier bei sage und schreibe 100 Euro. Ich denke mal auch gerade so an den Preis, klar, ist das natürlich jetzt ein bisschen höher, das was ich sage, aber zum Beispiel diese Vera-Wartungsset etc., das kombiniert ja schon ziemlich viele Anwendungsfälle und da hat man auf jeden Fall ein bisschen was Gescheiteres. Ne? Klar hat man jetzt nicht das Portfolio, was man jetzt hier hat, also an Stückzahl, aber schon so, dass du echt viel machen kannst. Gerade wenn du halt echt nur ein bisschen was an Werkzeug zu Hause brauchst und da finde ich die Variation und die Lösung schon weitaus besser und von der Qualität her braucht man da auch gar nicht streiten, wer da jetzt die Nase vorne, ob das oder das was von Vera, aber das wäre halt, weil, ja, das ja. Fühlt mich halt wirklich Schießbude oder halt aus, weiß ich nicht, aus dieser, ja, Schießbude, wie heißt dieser Automaten, da wo man mit Breitband mal rausziehen kannst, ne? Warte, wie heißen die? Da
ist das Ding! Nice! Ach, die haben so einen, unter den Aufstellern haben die so einen bestimmten Begriff. Greifer oder so. Weiß ich, das erinnert mich daran. Und dann sind die auch so komisch gepackt. Dann liegen die auch alle so im Automaten. So. Und du kannst hier eh nicht greifen. Dann musst du genau hier reingreifen, so, weißt du? Das ist halt richtiger. Da wird das perfekt reinpassen. Weil da schmeißt bestimmt jeder 50 Euro rein und freut sich, dass da so ein Ding raus. Ja, aber da, gut, wiegt ja auch nur ganz, das Ganze wiegt ja auch nur 300 Gramm. So, und dann geht's weiter mit dem Thema Elektrowerkzeug. Und das ist auch einer meiner Lieblinge. Das war lustig, weil du hast es ausgesucht. Und ich habe gedacht, yo, den hätte ich fast vergessen, aber der gehört auf jeden Fall damit rein. Das ist nämlich der Makita DF333. Nee, 330. Das ist nämlich der Makita DF330. An und für sich ein gutes Gerät, sag ich mal so, aber es hat in die Jahre gekommen. Und, ja, und dann haben wir mal geguckt, was so ein Gerät kostet. Also das Gerät, ein Akku, ein Ladegerät und dann halt auch hier auch so eine schöne Box. Und da liegst du bei 150 Euro. Und da haben wir dann halt beide mit dem Kopf geschwommen und gesagt, okay, das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Das ist einfach das Geld nicht wert, ne? Und wir können es ja auch begründen. Denn es gibt so ein paar Sachen, die hier so ein bisschen suboptimal sind. Erstmal hast du relativ krasses Lagerspiel. Da gibt es ja Leute, die achten darauf. Dann auch wieder Zuschauer, die sagen, naja, ist so egal. Dann hast du hier einen 10,8 Volt Akku, also was heute so als 12 Volt vermarktet wird. Das sind 3 Zellen. Mit sage und schreibe 1,3 Amperestunden Kapazität. Yeah, baby. Das kriegst du heute eigentlich irgendwo nicht mehr. Dazu kommt, dass dieses Ökosystem eigentlich gar kein Ökosystem ist, denn ich wüsste jetzt nicht, was es da noch gibt mit den Akkus, nicht viel. Nicht viel, ich glaube eine Stichsäge, glaube ich noch, oder so ein Winkelstab, also das, was es auch vom Bosch gibt. Aber ich habe jetzt mal auf der Website mal geguckt, was es dazu gibt und da findest du das Produkt gar nicht mehr. Also es gibt halt noch 12 Volt Produkt, aber das ist dann rein halt immer dieser Flachakku, nicht mehr dieser Stabakku und dementsprechend ist vielleicht schon die Signale auch gesetzt vom Unternehmen her, dass das Portfolio und dass das System auch nicht mehr unterstützt wird. Von daher ist es dann halt auch wirklich halt nicht ratsam, da rein noch zu investieren. Und der ist auch verhältnismäßig schwer. Ja, und die halt auch leistungsmäßig holt dir keinen Hering vom Teller. Das ist unterste Klasse halt leistungsmäßig. Also obwohl erster Gang mit 350 Umdrehungen nur dreht, ja, was ja auch nicht viel ist. Das heißt, eigentlich müsste der dann schon noch ein bisschen was locker machen, macht aber nicht. Zugutehalten würde ich ihm, dass er schön gemuliert ist. Nice. Ja. Aber der ist natürlich auch bürstenloser Antrieb. Aber was uns aber auch gewundert hat, wenn du zum Beispiel bei Amazon mal in die Rezensionen guckst, ja, da gibt es auch aktuelle Rezensionen. Die sind alle top zufrieden. Alle top zufrieden, ja, ja, super, Makita, richtig was Gutes, mal ordentlich investiert. Und dann sage ich, Obacht bei der Akkuschrauberwahl, denn du weißt erst, was gut ist, wenn du weißt, was gut ist. Ne? Genau, und das einmal auf die Maschine gesehen und natürlich noch auf den Rücken gesehen. Also was gibt es noch? Ne? Und da ist halt das Akkusystem halt, ja, keine Ahnung, da wird es nichts Neues geben. Und das, was es gibt, ist halt dann da, aber dann halt auch nicht vergleichsweise mit den anderen Firmen, beispielsweise Bosch, beispielsweise ja, Milwaukee, die halt auch solche Akkus halt noch haben. Ne? Und kein Stehvermögen. Na gut, das ist jetzt nichts Außergewöhnliches. Aber man wundert sich, dass das Gerät noch verkauft wird. Aber da nochmal der Hinweis, wir haben ja auch noch sowas hier in der Werkstatt, nämlich einer der ersten Makita Akkuschrauber Ende 70er Jahre, 7,2 Volt oder 7,4 Volt, glaube ich, Nickel-Cadmium-Akkus und ist nicht geladen. Schade. Aber hat eine schöne Farbe und ist im Akkuschrauberquartett und der ist auch im Akkuschrauberquartett, ja, ne? Genau. Das heißt, das sind hier quasi so die sauren Zitronen im Quartett. Weiter geht's mit kuriosen Produkten, die unsere Erwartungen nicht erfüllt haben. Und zwar dieses schöne Produkt, eine Heizdecke mit Werkzeugakkus aus dem 18-Volt-Bereich. Ein wunderschönes Deckchen. Das ist im Prinzip so ein Zwitter, weil die Decke ist so groß, dass du dich vielleicht so ein bisschen abdecken kannst, aber du kannst sie auch nicht wirklich zudecken. Es gibt ja auch so günstige Heizdecken bei Amazon, verlinken wir euch auch nochmal. Die sind so um 20 Euro, Zigarettenanzünder, 12 Volt und yalla. So. Ja. Und haben so eine Leistungsaufnahme, 40, 50 Watt schätze ich mal. Dieses schöne Exemplar sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es ist schön flauschig. Ja, das stimmt. Und dann hast du hier auch, ähnlich wie bei den Heizjacken, die es ja auch von Makita gibt, hast du hier einen Knopf. Du hast hier 3 Stufen. Wird auch mit einer LED dann angezeigt. Das leuchtet dann hier so entsprechend anderen Farben. Jo, 18 Volt Akku.
brauchst du, aber Obacht, damit nicht genug. Du brauchst nämlich noch zusätzlich diesen Akkuadapter, der kostet auch nochmal so und 35 Penunzen. Dann hast du immerhin auch noch einen USB-Ausgang und dieses Kabel. Und damit kannst du jetzt hier quasi diese Heizdecke betreiben. Aber was würdet ihr jetzt denken? Heizdecke macht warm. Macht sie auch, aber nur auf einen ganz kleinen Bereich hier. Ja, das ist halt... Und das... Das ist das Kuriose. Wird auch gesagt, hey, das macht gar keinen Sinn. Also, ne. Also wir haben auch zu Hause auch eine Heizdecke. Und das ist halt, ja, ist halt wie eine Fußbodenheizung. Eine Fußbodenheizung machst du dann auch im ganzen Raum. Legst du die Leitung, machst ja auch nicht dann nur da, wo die Badewanne steht am besten. Da, wo es überhaupt nichts bringt. Ne? Und das ganze Geflecht muss, also die ganze Decke muss halt unterflochten sein mit diesen Heizstäben, die dann halt einfach dafür sorgen, dass halt die Decke überall warm ist. So. Und hier ist es halt so, dass es halt wirklich nur im mittleren Drittel, sage ich mal so, einfach dieses Geflocht zu finden ist. Wir haben euch mit der Wärmebildkamera hier auch mal ein Foto gemacht und da seht ihr das, dass es im Prinzip eine krasse Mogelpackung ist. Hätte ich nicht gedacht. Und ich sehe den Sinn auch gar nicht, weil du kriegst chinesische Decken für ein Zwanni, die im Prinzip das Geflecht da komplett durchhaben. Das ist alles super. Und damit... Also ich weiß... Weil der Preis, ne? Also die Decke hat, glaube ich, so um die 80, 90 Euro gekostet. Der Adapter nochmal da drauf. Das heißt, wir sind dann schon mal locker über die 100er Euro Grenze. Und dann darfst du natürlich auch noch einen Akku spendieren. Ja. Und du hast noch nicht mal Hälfte der Decke, ne? Also zu einer normalen Decke, meine ich, ne? Ja. Und das ist halt auch irgendwie auch so ein bisschen schützenmäßig. Du hast hier noch so Druckknöpfe. Du kannst natürlich dann halt auch einen Bademantel oder eine Decke kann man sich da mal so einklemmen oder einen Bademantel. Und hier hast du halt nochmal so Druckknöpfe, ne? Wo ich dann ja auch sagen muss, ja... Also kannst ja da nicht mit im Stehen mit arbeiten. Also dann hätten sie vielleicht das im Schottendesign machen müssen. Ja, dann hättest du den Kilt rausknüpfen können. Ja, das stimmt auch. Mit sonst nichts runter. Also ich weiß, weil manchmal so von Heizdecken, da steht das glaube ich so drin, dass man sich da nicht drauf legen darf, also auf diese Heizstäbe. Das ist dann halt immer nur zum Zudecken. Mhm. Vielleicht hat das dafür einen Grund, warum halt nicht mal dieses Geflecht ist, weil wenn man sich da vielleicht mit dem Körper drauf sitzt, das dann halt irgendwie dazu führt, dass es halt bricht oder kaputt geht. Aber das soll jetzt nicht ein Argument oder keine Verteidigung dafür sein, dass man dann nicht das, die ganze komplette Decke halt unterflechtet halt mit diesem System. Ne? Wir hatten ja Daniela im Büro, ja. Die hat die Heizdecke gesehen, hat sich sofort gefreut, oh, gib mal her. Und nach einer Stunde meinte sie, das bringt mir aber auch nichts. Ja, also von daher war dann unsere Idee wieder, was auch ähnlich bei der Kühlbox ist, vielleicht eine normale Heizdecke zu holen mit einem 12-Volt-Anschluss. Und dann gibt es ja beispielsweise hier sowas. Das ist eine Powerbank, wie man sie auch hier zum Handy aufladen kennt, aber mit rund 86, 87 Wattstunden. Das heißt, relativ identisch mit so einem 5-Ampere-Stunden-Akku von einem Energiegehalt. Und hier hast du aber direkt eine 12-Volt-Steckdose, wo du einfach so einen Stecker reinstecken kannst. Mhm. Maximal 120 Watt kannst du da rausziehen, also 10 Ampere. Und das Ding kostet irgendwie 70 Euro. Ja. Irgendwie 70, 80 Euro. Wir verlinken euch das ja alles nochmal wieder in der Beschreibung. Und dann hast du insgesamt für 100 Euro deine Heizdecke mit sowas, bist komplett autark und kannst sowas auch universell weiter nutzen. Ne? Ja. Und nicht in deinem Akkuschrauber. Für uns ein Flop-Artikel, der den Namen Makita eigentlich nicht verdient. Richtig. Aber wenn du heizen willst, willst du ja vielleicht auch mal kühlen. Ne? Genau. Und da hat der Leser hier seinen Jetpack Suite. Oder was ist das? Weil ich sehe hier zwei Turbinen. Also der richtige Name ist der Klimaweste. Und ja, du hast einfach eine Weste, die jetzt auch vom Stoff her jetzt nicht so geil ist, finde ich tatsächlich. Ein bisschen Camouflage. Ja, genau, nochmal so für den Trend. Und ja, du hast halt hinten so ein Gebläse. Und beziehungsweise zwei auf jeder Seite hast du eins. Und ja, das führt halt dazu, dass ja so ein bisschen Luft, Frischluft halt in die Jacke reinpumpt und damit halt an den Körper. Und es hat halt die Folge, dass du so ein bisschen runtergekühlt wirst, zumindest so ein bisschen Zug kriegst, ne, unter den Unterarmen, am Rücken, da wo du halt echt viel schwitzt. So. Ja, das Ganze gibt es dann immer so als Jacke und das sieht halt relativ... Marshmallow aus, ne? Ja, ja, genau, weil durch die Luft bist du halt auch so ein bisschen aufgeblasen. Ne? Es gibt halt immer das hat mich immer mega an diese Kostüme erinnert, wo du, keine Ahnung, bist halt so ein Dino so und dann hast du so ein Gebläse und der pumpt dann alles so auf. Das sieht aus wie so ein Dino, ne? Und das sollen sie ja machen. Also das sie gar nicht wie eine Jacke, sondern direkt wie so ein Dino. Ja, ja. Also wenn schon, denn schon. Und das ist auch alles, glaube ich, so auch so ein bisschen mehr auf die Fan-Seite so ein bisschen auch positioniert in der Firma. Also jetzt vielleicht kein richtiges Workwear, sondern halt mehr so, ja, wenn ich schon Hardcore-Fan bin, dann sollen die auch irgendwie so ein bisschen Merch haben, Klamotten. Und deswegen heißt das auch irgendwie Fan-Weste. Ja, aber ich denke mir halt auch so, gut, aber wenn Moment, mal, Fan-Weste, meinst du es ernst? Ja, das steht wirklich da drauf. Fan-Weste? Fan-Weste. Ja, aber Fan heißt Ventilator. Uff.
Echt? Ich dachte, das kam mir so plausibel vor. Ich sag, okay. Eine Fanbeste Merch. Ja, das aber es wird aber auch gleich geschrieben, ne? Ja, klar. Krass. Das ist geil. Das ist super. Ja, super reingeschissen. Auf jeden Fall habe ich mir halt auch gedacht, okay, wenn Makita hat schon so ein bisschen, in, ja, die machen halt Werkzeuge, also müssen ja vielleicht auch ein bisschen irgendwie, so wie zum Beispiel Carhartt, die machen da auch so richtige Arbeitsklamotten, dann muss das dementsprechend auch der Stoff das auch so ein bisschen widerspiegeln, ne? Und das ist halt hier, was ich, also... Also ich habe im Auto schon seit jeher schon eigentlich Sitzbelüftung und das ist schon cool, wenn du so ein bisschen Luftbewegung hast, dann hast du das T-Shirt oder das Hemd im Sommer nicht so nass oder nass geschwitzt auf längeren Strecken. Von daher könnte ich mir das vorstellen, dass das funktioniert, aber du warst jetzt nicht so happy, ne? Nee, finde ich halt nicht, weil das halt auch, also das ist ja ein Kleidungsstück und hier hast du so feste Elemente drin. Jetzt, wenn du irgendwo hinsetzt, hast du das halt immer hinten in der Leiste sitzen, ne? Auch wenn du zum Beispiel am Auto fahren musst, halt immer ausziehen. Jetzt hier sitzen, ne? Es geht sogar, ich hätte es noch schlimmer vorgestellt, aber angenehm ist es trotzdem nicht. Und das gleiche ist natürlich auch mit dem Akku, weil du brauchst auch da... Da haben wir wieder die Problematik, denn ein Makita-Gadget kommt selten allein. Genau, und wir brauchen halt noch einen Adapter. Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, okay, ich habe ja schon diese Heizjacke da, die Heizdecke mit dem Adapter, dann funktioniert das da halt auch. Das haben wir uns auch so gedacht. Ja, Pustekuchen, du musst halt immer selber nochmal einen Adapter bestellen, worüber du dann halt auch die Ventilatoren einstellen kannst, beziehungsweise also einfach die Stufen einstellen kannst. So, dann hast du immer noch das Ding halt auch noch dabei, ne? Und das mag ja schön sein, dass das alles schön leicht konzipiert ist. aber ja, den musst du dir um den Gürtel machen, ne? Ja, aber um Gürteltipp. Wie dämlich sieht das denn halt auch schon wieder aus, ne? Und du hast auch keinen Platz, um so einen zweiten Akku unterzubringen etc. Und dementsprechend finde ich das halt schon vom Tragen so her, boah, suboptimal. Wir haben ja selber auch nochmal diese Heizjacken da von Milwaukee und da ist halt hinten dieses Akkufach so. Und wenn du zum Beispiel jetzt ins Auto setzt, hast du halt immer diesen Akku, der stößt ja halt immer in die Rippen. Und hier ist es genauso mit den Dingern, ne? Und dann hast du das Ding noch irgendwo an der Seite baumeln, boah, weiß ich nicht so. Klar, es ist halt schön, dass du so ein bisschen Zug kriegst, aber... Letztendlich mehr als Spielerei ist es halt auch nicht. Du hast übrigens hier gerade unfreiwillig einen Fake-Makita-Akku in die Kamera gehalten, ja. 6 Ampere-Stunden. Wir haben das im Rahmen unseres Tests der Kühlbox mal benutzt, um zu gucken, ob die länger halten als 5 Ampere-Stunden Akku. Haben sie tatsächlich auch. Damit wird es dann insgesamt etwas billiger, aber Adapter 35 Euro, Weste, so je nachdem, welche Größe, wie das mit der Verfügbarkeit aussieht, auch nochmal, rechnen wir so um 100 Euro. Ja, aber lustig finde ich es, es ist jetzt die Größe vom Laser, ich habe es nur mal so halb übergetan. Ja, also meins war es jetzt auch nicht so, weil hinten merkst du schon ein bisschen Luftzug, aber vorne wiederum irgendwie nicht. Aber auch wie bei der Heizdecke finde ich es so ein bisschen unverschämt, denn du kaufst das Produkt und musst dann nochmal zwangsläufig ja nochmal ein anderes Teil dazu kaufen. Und wir haben ja auch Heizjacken von Milwaukee oder von Bosch und da ist der Adapter einfach dabei. Ja. Das macht ja auch Sinn. Das macht ja auch Sinn. Ich möchte nicht wissen, wie viele Leute hier sich so eine Jacke kaufen und dann muss der Adapter nochmal nachgekauft werden. Ja, genau wie mit dem Geschenk. Klar, freust dich, wenn du das Geschenk kriegst, packst es aus und kannst es aber nicht benutzen, weil du hast diesen Akku. Du hast bestimmt, und dann über die Weihnachtsfeiertage. Du hast bestimmt noch einen zweiten oder auch noch einen vierten Akku, aber du hast ja diesen bösen Adapter nicht. Und damit ist halt alles wieder hinfällig. Ne? Ja. Immerhin, bei den Makita Heizjacken ist das nicht der Fall. Da wird der Adapter für den Akku dann mitgeliefert. Und weiter geht's hier im lustigen Sammelsurium der Makita-Artikel. Und zwar mit einem Produkt, was wir gar nicht hier haben. Aber schon mal hatten, nämlich die Makita Kaffeemaschine für die Werkzeugakkus. Und das ist eine Kaffeemaschine, die funktioniert mit PET-Akkus. Wir hatten euch das in einer der früheren Werkzeug-News mal gezeigt. Da hatten wir euch auch mal eine Makita Kühlbox gezeigt und Makita Ventilatoren und eben auch diese Kaffeemaschine. Und das war schon die zweite Version. Es gab eine Version, da war quasi nach einem Kaffee Schluss. Die neuere Version kann dann schon etwas mehr Kaffee kochen mit einem Akku. Ich glaube, so 2 bis 3 Tassen kriegt man rauf. Viel mehr aber auch nicht. Also ich glaube, ein 12er ist sofort leer. Du kannst halt die Maschine mit 18 Volt betreiben, aber auch mit 12 Volt. Und bei 12 Volt war direkt nach einem Mal halt auch wirklich der Akku leer. Und der mit dem großen 5 Ampere Stunden, ich weiß, ja, so wie André sagt, 2 bis 3 Kaffee, aber dann ist er auch wirklich vorbei. Und der ist auch nicht wirklich richtig heiß, ne? Ja, stimmt. So, das war so ein bisschen... so, ja. Temperatur 71,2 Grad. Ich habe dann gedacht, okay, für dieses Video kaufe ich das Ding nochmal, aber es war momentan nicht lieferbar. Aber wenn es lieferbar ist, müsst ihr so zwischen 70, 80, 90 Euro, glaube ich, mitrechnen. Ja. Plus dann der Akku ist ein netter Gag, haben auch damals einige Zuschauer geschrieben, naja, ist halt ein Gag. Oder sie finden es halt cool, wenn sie morgens auf die Baustelle fahren, sich mal eben einen Kaffee
kochen. Und da habe ich mir gedacht, das muss doch auch vielleicht anders gehen. Und habe dann geguckt, okay, du kannst ja natürlich auch einfach so eine 12-Volt-Kaffeemaschine wie hier kaufen. Hier ist ein Dauerfilter drin für Kaffeepulver. Tässchen ist dabei. Kostenpunkt um die 20 Euro gibt es auch in 24 Volt. Aber aufgepasst, sie ist mit 170 Watt angegeben. Das heißt hier mit so einem Konsorten mit 10 Ampere Ausgang, 10 Ampere, 12 Volt, also 120 Watt, kommst du hier nicht weit. Da musst du ein bisschen mehr Iwan im Ärmel haben. Aber das hat ja der Sprinter, wo du es dann reinmachen kannst. Oder? Genau. Crafter. Ich glaube, viele Autosteckdosen haben so 15 Ampere. Und damit sollte das dann kein Problem sein. Nur als Alternative. Wenn du dann natürlich für deinen Kaffee auch die gekühlte frische Milch haben willst, dann brauchst du dir den Kollegen, nämlich eine schöne Kühlbox. Das haben wir euch ja in Gänze schon gezeigt. War man nicht so zufrieden mit, vor allen Dingen für den Kurs. Gerade so mit dieser Akku-Option machte das für uns keinen ausgegorenen Eindruck. Wir haben euch aber auch gezeigt, wie es im Prinzip für weniger Geld auch geht, nämlich eine Mobicool-Coolbox, ich glaube, das ist Dometic, liegt bei rund 280 Euro, ist auch unten verlinkt. Das heißt ungefähr die Hälfte von dem Burschen hier. Und da kannst du dann auch wieder hier den Kollegen nehmen, anstöpseln und das Ding läuft. Und die ist sogar stufenlos verstellbar, allerdings nicht bis minus 18 Grad und kann auch nicht heizen, aber dafür etwas größer vom Volumen. Flaschen passen aufrechtstehend rein. So, und jetzt seid ihr gefragt, denn getreu dem Motto, ihr kommentiert, Brockschmidt spendiert, bin ich jetzt mal gespannt auf eure Meinung zu diesem ganzen Sammelsurium. Was meint ihr zu der Strategie von Makita, dass man eigentlich auf der einen Seite sehr gute Akkuwerkzeuge oder Werkzeuge auf den Markt bringt und dann wiederum solche Produkte sieht, wo man denkt, was soll das, Makita? Vielleicht findet ihr die Produkte ja auch gut. Wie gesagt, ist unsere Meinung, muss nicht eure sein. Ihr sollt selbst entscheiden. Wir zeigen hier nochmal so ein bisschen was. Und vielleicht habt ihr ja auch noch Tipps für Makita-Werkzeuge, wo ihr sagt, naja, entweder das ist total das Superteil oder der absolute Mega-Flop. Also kommentiert mit dem Hashtag Makita unter dem Video. Und was hauen wir dann raus? Ja, wir haben uns überlegt, wir hauen einen richtig schönen Akkuschrauber raus. Und den verlinken wir euch gerade. Klickt mal drauf und ich glaube, damit dürft ihr zufriedener sein als mit dem da zum Beispiel. Ne? In diesem Sinne, bleibt uns treu. Was haben wir vergessen? Ja, abonnieren, Glöckchen klicken und... ja. Damit ihr nichts verpasst. Ne? In diesem Sinne, bleibt uns treu, bleibt gesund und bis dann. Tschüss. Denn was erinnert mich das? An einen Arsch mit Ohren? Aber warum kauft man sich Blumen? Weißt du, da bezahlst du 10 Euro, dann stellst du die 5 Tage hin, dann sind die im Sack. Weißt du, was diese scheiß Pflanzen bei uns im Büro kosten? Nee. Dieses grüne Gestrüpp. Zig Hunderte von Euro. Ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Muss halt pflegen. Also bei meiner Freundin macht das halt wirklich sehr, sehr gut. Und da sieht das dementsprechend auch schön aus alles. Ja, die spricht wahrscheinlich auch mit ihren Pflanzen, ja, tatsächlich, oder? Tatsächlich, tatsächlich. Ja? Ja.